Das singende Holz. Na, warte, Regenbogen. Hast du Bisonfleisch gegessen? Hey, bleib gefälligst liegen. Tja, jetzt heißt es suchen. Ich will Revanche. Ist er da? Mm-mm. Ganz still. Kommt da weg, Kinder. Dort vorn wimmelt es von Schlangen. Ach so, ja. Wir hatten noch mal Glück. Klapperschlangenbisse können tödlich sein. Mein Vater hat uns gerettet und wir haben uns nicht mal bei ihm bedankt. Dann tun wir es jetzt. Ein Geschenk wäre schön. Gute Idee, aber worüber würde er sich wohl freuen? Ich weiß es. Ein rassiger schwarzer Mustang, das wäre das Richtige. Ach, die sind zu schwer zu fangen und er sucht sie sich lieber selbst aus. Ja? Und ein Köcher? Den zu bauen dauert zu lange. Nein, nein, es muss etwas Besonderes sein. Etwas, das gut zu seiner Tapferkeit passt. Und zu seiner Großzügigkeit. Du hast vollkommen recht, Yakari. Stiller Fels, hast du uns etwa belauscht? Von Anfang an. Ich kenne deinen Vater gut und werde euch helfen. Geht in unseren Wald. Betrachtet alles ohne Hast und Eile. Denn wenn ihr euch mit der Natur um uns herum befasst, wird euch sicher leicht ein schönes Geschenk auffallen, das kühner Blick auch würdig ist. Doch eines solltet ihr nicht vergessen. Beobachten heißt nicht nur schauen, sondern auch berühren, spüren und hören. Spüren, hören. Hier gibt's doch nur Bäume, Blätter und Wind. Stiller Fels will uns an der Nase rumführen. Bestimmt nicht. Er hat mir schon so vieles beigebracht. Wir sollten ihm vertrauen. Halten wir Ausschau. Wir finden sicher bald was. Natürlich! Hallo, schenkst du mir 3 von deinen Federn, Kernbeißer? Die wären ein tolles Geschenk für meinen Vater. Mm-mm, wohl kaum. Wie soll ich denn fliegen, wenn ich meine Federn verschenke? Bedauere sehr, da muss was anderes her. Bedauere sehr, da muss was anderes her. Wir könnten Ahornsaft sammeln. Mein Vater liebt den. Du kannst es ja versuchen. Hilf mir doch mal, anstatt so zu lachen. Wozu? Um diese Jahreszeit gibt es keinen Ahornsaft mehr. Lass den armen Baum lieber in Ruhe. Oder wollen wir ihm Himbeeren mitbringen, Regenbogen? Lindenbaum, kommt sofort da runter! Laufberg, das ist gefährlich! Yakari! Yakari! Nicht Lindenbaum! Nein. Spring, Lindenbaum! Hier! Mami! Ja gut, mein kleiner Schatz. Zum Glück ist ja nichts passiert. Danke. Danke, Yakari. Na, welcher Wind hat euch hierher geweht? Wir suchen ein Geschenk für meinen Vater. Ein Geschenk also? Und wie ist dein Vater so? Er ist sehr groß, stark und seine Haare gehen bis über die Schultern. Dazu ist er furchtlos wie ein Mustang, klug wie ein Kojote und stark wie ein Bär. Oh. Sieht er vielleicht ungefähr so aus? Ja, oh, ja, das ist eine prima Idee. Wir bauen ihm eine Skulptur, eine Riesenstatue aus Holz, die wir ihm zu Ehren mitten im Dorf aufstellen. Darauf können wir stolz sein. Der hat aber eine große Nase. Wie komisch. Ja. Du kleiner Frechdachs, diese Statue ist sehr gelungen. Bravo, ihr seid großartig. Ja, total. Sie ist wirklich gelungen. Aber wie willst du die ins Dorf bringen?
Nein, damit bin ich nicht einverstanden. Hätte ich nur nichts gesagt. Der hat trotzdem eine große Nase. Haltet durch! Wir haben es bald geschafft. Ab da vorn geht es nur noch bergab. Los! Oh nein! Die Statue! Wir müssen sie festhalten! Nein! Sitzen. Und das alles nur wegen stiller Fels. Beobachtet die Natur. Ein toller Ratschlag. Und was jetzt? Was hat stiller Fels da noch gesagt? Beobachten, das bedeutet nicht immer nur sehen, sondern auch berühren, spüren, hören, berühren, spüren, hören, hören, spüren. Hey! Jetzt weiß ich, was ich mache. Aber was ist, wenn ich hier nicht freikomme? Ich könnte den Vogel bitten, mir zu helfen. Grünspecht! Grünspecht! Siehst du den abgestorbenen Ast da hinter dir? Den brauche ich dringend. Könntest du den bitte für mich abpacken und mir dann bringen? Aber mit Vergnügen! Vielen Dank. Gut gemacht. Und fertig. Wie geht es dir jetzt? Ist alles noch dran? Es geht. Bis auf die Holzstatue ist nichts kaputt. Ich habe nur ein paar blaue Flecken. Leider kommen wir jetzt ohne ein Geschenk nach Hause. Wie meinst du das ohne Geschenk? Was ist mit meinem singenden Holz? Das ist doch auch ein schönes Geschenk, oder? Sind sie immer noch nicht da? Da seid ihr, Yakari, Regenbogen. Wir wollten uns gerade auf die Suche nach euch machen. Tut mir leid, Vater. Wir kommen ein bisschen zu spät nach Hause, weil wir noch ein Geschenk gesucht haben. Warum denn das? Ein singendes Holz? Na, weißt du, weil du der beste Bogenschütze bist und uns gerettet hast. Ich danke dir, Yakari. Es erfreut mich besonders, weil es aus der Natur ist, unserer Mutter. Oh.
Aber da ich mir solche Sorgen um euch beide gemacht habe, ist mein allerschönstes Geschenk, dass ihr heil zurückgekommen seid. Stiller Fels hatte recht. Mein Vater liebt die Geschenke der Natur. Die Geistermaske. Oh, was ist das, kleiner Donner? Keine Ahnung, mal sehen. Nanu? Vielleicht gehört der Beutel jemandem von unserem Stamm. Mach ihn auf, dann finden wir bestimmt heraus, wem er gehört. Das ist ja ein schöner Bär. Sieht aus, als ob er tanzt. Wir sollten den Beutel mit ins Dorf nehmen. Vielleicht kennt ja der alles weiß, den Besitzer. Feder, Kieselsteine, Bärenkrallen. Es handelt sich um einen Medizinbeutel, aber wem er gehört, weiß ich leider nicht. Es ist der wertvollste Besitz eines Jungs. Auch dir wird später einer gehören. Und was kommt da alles rein? Alles, was dir wichtig ist. Du wirst ihn dein Leben lang behalten. Dann ist der, der ihn verloren hat, nun aber bestimmt sehr unglücklich. Gewiss, Yakari. Aber ich werde nichts unversucht lassen, um seinen Besitzer wiederzufinden. Alles weiß geben sollen. Ich hatte ihn rausgenommen und traute mich nicht, das zu sagen. Er ist so schön. Er ist wirklich hübsch. Aber meinst du nicht, dass ihn jemand vermisst? Ja, du hast recht. Ich darf ihn nicht behalten. Pass gut darauf auf. Und morgen steckst du ihn wieder zurück in den Medizinbeutel. Ja, morgen. Yakari! Yakari! Wach auf, mein Kleiner! Ich warte auf dich. Großer Adler? Nein, großer Adler war das nicht. Komm zur Felsspitze. Was? Wer sagt das? Wer ist denn da? Das ist gut. Du bist mutig. Wer bist du? Oh. Der Medizinbeutel, den du gefunden hast, gehört mir. Aber da du den kleinen Bären so magst, sollst du ihn für diese Nacht behalten. Aber dann gibst du ihn mir wieder, nicht wahr? Ich verspreche es. Aber wer bist du? In deinen Händen hältst du die Antwort. Ich vertraue auf dich, Yakari. Ich vertraue auf dich. Wer bist du? Wie heißt du? Erkennt ihr diesen Medizinbeutel wieder? Yakari hat ihn in der Prärie gefunden. Ich muss dringend mit dir reden. Ich fand den Bären so schön und dachte, ich könnte ihn mir nehmen. Aber jetzt möchte ich ihn wieder zurückgeben. Ich kann verstehen, warum diese Figur es dir so angetan hat. Bei allen Geistern. Ja, diese Figur ist von Tanzender Bär. Wer ist das? Ein edler junger Jäger, der vor vielen Monden fortging. Wie du siehst, konnte er hervorragend schnitzen. Dieser Beutel gehört ihm. Ich finde ihn schon. Und er wird sich freuen, den Beutel wiederzubekommen. Dies hier hat er für mich geschnitzt. Das ist eine Festmaske. Er liebte die Tiere und die Natur über alles. Wozu gibst du mir diese Bärenmaske? Sie wird dir auf deiner Suche nach Tanzender Bär helfen. Wo soll ich nur anfangen? Er könnte überall sein. Man müsste die Welt mit seinen Augen sehen können. Das würde uns helfen. Ja, mit seinen Augen. Und, ist das anders? Ich sehe die Prärie, den Wald, so wie immer. Das ist alles? Mehr siehst du da nicht? Naja, die Berge. Da ist der Adlerpass, die Bärenspitze. Oh,
Die Bärenspitze. Du bist toll, kleiner Donner. Das ist die Spur, die wir suchen. Also, auf zur Bärenspitze. Die Bärenspitze. Lass uns dort morgen hinaufklettern. Der Ritt war anstrengend. Vielleicht müssen wir den Berg auch gar nicht raufklettern. Wenn tanzender Bär in der Nähe ist, wird er das Feuer sehen und zu uns kommen. Weißt du, Yakari, irgendetwas sagt mir, dass diese Reise schwieriger wird, als wir uns gedacht haben. Kleiner Donner, das bedeutet, wir sind auf der richtigen Spur. Tanzender Bär ist ein Schamane. Auf dem Berg muss es wunderschön sein. Bestimmt ist Tanzender Bär dort oben. Ja, ich finde, man kann seine Gegenwart überall spüren. Wir sollten die Tiere fragen, ob sie etwas wissen. Den kenne ich nicht. Nie gesehen. Tanzender Bär? Nein, ich kenne keinen Flügellosen, der so heißt. Aber wenn du Rat brauchst, besuch Seidenohr in ihrer Höhle. Sie kennt sich nämlich bestens aus auf der Bärenspitze. Seidenohr? Über diese Steine kannst du nicht klettern. Ich werde allein weitergehen. Bitte warte hier auf mich. Hallo? Hallo? Ich heiße Yakari. Wohnt hier vielleicht Seidenohr? Niemand hier. Die falsche Höhle? Haut ab, ihr blöden Viecher, verschwindet! Lasst ihn jetzt! Fledermäuse sind keine blöden Viecher. Halt! Wieso? Sieh mal nach unten. Diese Felsspalte schützt uns vor ungebetenen Gästen. Du musst über sie hinwegspringen. Noch ein wenig weiter, kleiner Siux. Du bist gleich bei mir. Wo denn? Du hast mich also gefunden. Ich bin Seidenohr, die Hüterin dieses Ortes. Tanzender Bär hat mir deinen Besuch angekündigt. Er wartet schon dort hinten auf dich. Setz nun deine Bärenmaske auf. Habe keine Angst, kleiner Siux. Ich gebe auf dich acht. Bist du da, Tanzender Bär? Warum versteckst du dich? Sei gegrüßt, Yakari. Was für einen schönen Beutel du da hast. Oh, der gehört Tanzender Bär. Ich bringe ihn zu ihm. Gib ihn uns, Yakari. Haut doch ab! Da ist niemand. Seidenohr hat mir einen Streich gespielt. Ich bin hier, Yakari. Deine Suche hat ein Ende. Ich bin tief beeindruckt von deinem Mut. Kaum ein anderer wäre so weit gegangen. Hier ist dein Medizinbeutel. Der Bär ist auch drin. Ich weiß. Zeige mir doch einmal die Maske. Hier. In dieser Welt bin ich nur noch ein Schatten, der nichts mehr festhalten kann. Bitte lege den Medizinbeutel und die Maske vor mir auf den Boden. Danke, Yakari. Durch diese Tat hast du mich befreit. Ja, jetzt weiß ich wieso. Du bist ein Geist. Deshalb spürte kleiner Donner deine Anwesenheit. Du hast uns geleitet. Durch den Verlust des Medizinbeutels war meine Seele in dieser Höhle gefangen. Doch dank dir darf ich endlich in die ewigen Jagdgründe einkehren. In unserem Dorf kann sich niemand an dich erinnern, bis auf der, der alles weiß. Du warst noch nicht auf der Welt, als ich meinen wichtigsten Besitz verlor. Das Schicksal wollte es, dass ich in den Bergen verschollen blieb, bis ich ihn wiederfinden konnte. Danke und lebe wohl, Yakari. Leb wohl, tanzender Bär.
zeige dir den Weg hinaus. Ich hätte ihn nicht allein gehen lassen dürfen. Wie soll ich ihm bloß helfen, wenn er jetzt in Gefahr ist? Auf Wiedersehen, Seidenohr. Wenn du nicht hier wärst, hätte ich gedacht, das war ein Traum. Vielleicht. Oft sind Träume Botschaften an die Lebenden aus der Welt der Geister. Hier, Tanzender Bär hat etwas für dich dagelassen. Halte die Hand auf. Das ist ja ein Adler. Mein Totemtier. Ist der schön. Danke. Geh nun heim, kleiner Siux. Kehre zurück zu deinen Leuten. Siehst du ihn, kleiner Donner? Endlich kann tanzender Bär in die ewigen Jagdgründe reiten.